Für die modernsten Dieselmotoren der Welt liefert VDO die gesamte Systempalette der Einspritzung. Von der Motorsteuerung über Injektoren, Aktuatoren und Sensoren bis hin zur Hochdruckpumpe. Die Herausforderungen? Strenge Abgasgesetzgebung mit gesteigerter Leistungsausbeute. Hohe Robustheit. Verbesserte Akustik. Die Lösungen von VDO im Detail. Die Motorsteuerungsplattform EMS2 basiert auf einer generischen Systemarchitektur, der ein abstraktes Bild der realen Fahrzeugfunktionen zugrunde legt. Die Diesel Common Rail Pumpe ist eine bedarfsgeregelte Radialkolbenpumpe. Sie erzeugt den Kraftstoffhochdruck im Rail und versorgt die Injektoren mit der benötigten Spritmenge. Der Dieselkraftstoff wird von der integrierten Kraftstoffvorförderpumpe über den Kraftstofffilter aus dem Tank angesaugt und an das Volumenstromregelventil weitergeleitet. Das vom Motorsteuergerät geregelte Volumenstromregelventil bestimmt die Kraftstoffmenge, welche den Hochdruckelementen, also der Hochdruckpumpe, zugeführt wird. Bei Abwärtsbewegung des Kolbens wird ein Unterdruck im Pumpenzylinder erzeugt, der das Einlassventil gegen die Federkraft öffnet. Der Kraftstoff wird angesaugt und mit zunehmendem Druck über das Auslassventil in die Ringleitung gepresst. Von dort gelangt der hochkomprimierte Kraftstoff ins Rail. Um für jeden Motorbetriebszustand den optimalen Raildruck zu gewährleisten, ist zusätzlich ein Hochdruckregelventil integriert. Von der ECU angesteuert, begrenzt es einerseits den Druck im Rail und dämpft gleichzeitig Druckschwankungen. Die Information über den im Rail anliegenden Druck erhält die ECU über den Hochdrucksensor. Dieses Signal dient zur Ansteuerung des Hochdruckregelventils und der Injektoren. Entsprechend den abgelegten Kennfeldern im Motorsteuergerät erhält der Piezo-Aktuator im Injektor seine Signale. Der Kraftstoffhochdruck liegt im Steuerraum und in der Hochdruckkammer der Düse an. Über den Piezo-Aktuator kommt es zu einer Druckverlagerung. Die Düsennadel bewegt sich nach oben und der Kraftstoff gelangt über die 6 Spritzlöcher in den Verbrennungsraum. Mit seiner Common Rail Dieseltechnologie reagiert VDO auf die verschärften Anforderungen an den Dieselmotor. Damit kann der Selbstzünder sicher die Hürden der ab 2014 gültigen Schadstoffnorm Euro 6 nehmen.